Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Die besten Biere des Meiningers International Craft Beer Award Februar Tastings. Ja, und im Februar 2021 haben wir uns den Bierstilen Stout, Porter und Ale angenommen. Heute mit dabei mein Kollege Benjamin Brauer. Ja, hallo, herzlich willkommen. Benjamin, du hast mitverkostet. Was war dein Eindruck der, ich glaube, knapp 90 Biere, die wir insgesamt verkostet haben? Ja, also wir haben eine wahnsinnige Vielfalt an Bieren gehabt. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, Ales verkostet. Die reichen von Blond Ale über Amber Ale zu Brown Ale zu Dark Ale. Also eine ganze Vielfalt und Spannbreite auch an Aromen. Ganz wichtig, Pale Ale und IPA haben wir nicht mitverkostet. Genau. Dafür gibt es einen speziellen, einen eigenen Verkostungstermin im Juni, glaube ich. Im Juni widmen wir uns diesen sehr populären Bierstilen. Das wäre dann zu viel gewesen jetzt und den widmen wir uns im Juni. Ja. Gestern halt, wie gesagt, von Blond Ale bis Dark Ale. Dazu die dunkle Seite der Biermacht, die Porter und Stout. Also, und man hat wieder gemerkt, von Jahr zu Jahr wird die Qualität noch besser. Ja, schön. 20 Biere haben wir in Summe ausgezeichnet. Und ja, jetzt möchten wir Ihnen die drei besten vorstellen. Das beste Ale, den besten Porter und das beste Stout. Und Benjamin, fängst du an? Ja, wir fangen an mit dem Ale des Jahres. Also wie schon gesagt, das ist eine Art Sammelbecken, reicht von Blond Ale bis Dark Ale. Und insofern auch eine ganz spannende Mixtur, die wir da gestern hatten. Unser Ale des Jahres, also das Ale, was die besten Noten der Jury bekommen hat, ist ein Brown Ale und es stammt aus einer Brauerei, ja, man kann sagen, die den deutschen Craft Beer Markt mitgemacht hat, mit angeschoben hat, nach wie vor erfolgreich am Markt ist. Das Ale des Jahres 2021 ist ein Brown Ale und zwar ist es das The Brail von Braufaktum aus Frankfurt. Ja, ein Wiederholungstäter bei uns, kann man sagen. Braufaktum schon häufig erfolgreich gewesen. Auch mit diesem Bier schon seit einigen Jahren gut am Start und dieses Jahr hat es zur Sonderauszeichnung Ale des Jahres 2021 gereicht. The Brail, eine tolle Mixtur aus milden Malzaromen, frisch-würzigen und auch fruchtigen Hopfennoten und einer toll eingebetteten Nussaromatik. Ja, ganz verdient. Herzlichen Glückwunsch, tolle Leistung, auch gerade über so viele Jahre so stabil hohe Bierqualitäten zu erzeugen. Das freut uns, das freut, glaube ich, auch den Bierliebhaber. Von daher unsere Empfehlung, das beste Ale des Jahres 2021. The Brail, ein Brown Ale von Braufaktum. Herzlichen Glückwunsch, ausgezeichnet mit einer Goldmedaille. Ja, wir machen weiter mit dem Porter des Jahres 2021. Die dunkle Seite der Macht, stark malzgeprägt, altenglischer Bierstil. Bei dem es eigentlich dann auch die Kunst ist, die Balance zu halten, die Harmonie im Bier zu finden, zwischen vielleicht einer leichten Hopfenbitterkeit, die sich dann mit der Malzaromatik, dem Alkohol, mit Schokoladennoten, mit dem ganzen Spektrum eigentlich, was ein Porter bieten kann, in Einklang bringt. Ja? Und dieses Trinkvergnügen, und wir hatten es gestern auch gerade wieder in der Verkostung, Trinkfreude ist für den Wettbewerb hier ein ganz wichtiges Attribut, ja, auch in der Bewertung der Biere. Ja, und das hat eigentlich unser Porter des Jahres perfekt dargestellt. Und unser Porter des Jahres 2021 ist das Dolden Dark vom Riedenburger Brauhaus. Herzlichen Glückwunsch! Eine ganz tolle und auch erfolgreiche Biobrauerei aus Niederbayern. Ja, richtig. Die beides macht und der das Kunststück gelingt, sowohl die Tradition als auch die Moderne miteinander zu verbinden. Also ganz klassische Biere, auch mit alten Getreidesorten und eben auch craftigen Bieren, wie eben diesem tollen Porter. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Toller Porter. Unsere Empfehlung. Porter des Jahres 2021. Das Dolden Dark. Und wir machen weiter und kommen damit auch gleich schon zum Schluss mit dem Stout des Jahres 2021. Ja, Stout, quasi noch der etwas kräftigere Bruder des Porters, ebenso altbritischer Bierstil, auch im Zuge
des Porter Revivals, ist auch ein Stout Revival quasi in Schwung gekommen, maßgeblich angefeuert durch die kleinen, craftigen Brauereien. Und ja, einer solchen ist auch das Kunststück gelungen, das Stout des Jahres 2021 zu brauen. Es ist ein Imperial Stout, also ein Stout, was dann nochmal eine Spur kräftiger ist. Ja. In unserem Fall bringt es 7,5 Volumenprozent auf die Waage. Eine richtig satte Malzaromatik, toll eingebundene Kaffee- und Schokoladennoten und einfach sehr komplex und natürlich auch kräftig. Also schon eher was für den Abend, vielleicht für den Kamin. Passt das auch mal zu einem Essen? Bier und Speise ist ja ein Thema, was ich so in den letzten 2 Jahren immer mehr wahrnehme. Ja, wird das funktionieren? Das würde funktionieren. Also ich würde jetzt natürlich vielleicht kein 0,3-Glas von so einem Bier zu einem Essen reichen, aber in einer 0,1er-Größe oder so, zu einem dunklen Fleisch, ist das ein ganz toller Genuss. Ja. Also, auch mal ein Tipp. Nicht das Bier immer nur solo und weiß nicht, zu den Salzbrezelchen, mal als blödes Beispiel, sondern auch wirklich einfach mal rangehen und trauen, Bier auch einfach wirklich zum Essen dazu zu machen. Ja? Die Wein, das ist so der Klassiker, aber Bier eignet sich da in vielen Situationen so perfekt. Ja, aber was ist das Stout des Jahres? Ja, genau, was ist es denn? Sag du! Es ist, und der Name ist hier Programm, das Motor Oil von Sombräu. Und das ist ein Bier, was eine richtig schön ölige Textur mit sich bringt. Das läuft wirklich wie quasi wie Öl den Rachen runter. Ja, wir hatten schon tolle Malzaromatik, richtig kräftig, komplex. Da gibt es was zu entdecken in diesem Bier. Herzlichen Glückwunsch an Sombräu zum Stout des Jahres 2021. Ja, das waren sie jetzt. Unsere 3 Biere des Jahres, die wir im Februar auszeichnen durften. Jetzt am besten fürs Abschlussbild auch alle nochmal gemeinsam nebeneinander. Für Sie. Das Ale des Jahres, das Stout des Jahres und der Porter des Jahres. Porter des Jahres. Und alle weiteren Informationen zu den Bieren, die wir im Februar ausgezeichnet haben und Ihnen jetzt auch gerne als Empfehlung ans Herz legen möchten, finden Sie jetzt auf unserer Internetseite maninger.de bei den Ergebnissen des Craft Beer Awards. Da finden Sie auch nochmal ein bisschen zusätzliche Informationen zur Verkostung, was so unser Eindruck war der Verkostung und ganz viele Zusatzinformationen zu den Bieren, die wir jetzt ausgezeichnet haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Und glauben Sie uns, auch für Sie wird das richtige Bier dabei sein. Ja, und im März geht es dann an dieser Stelle weiter. Dann haben wir die belgischen Bierstile, Frucht- und Sauerbiere. Bis dahin, tschüss. Wir freuen uns drauf.